Dank. Ja, hier geht's jetzt weiter und ich glaube, hier geht's jetzt auch ziemlich ab mit der nächsten Band. Denn die Bonner Fans sind auch nicht zu verachten, meine lieben Eschweiler. Ja, das Musikbusiness, ja, was ist das denn jetzt? Jetzt kommen die Bonner Fans nach vorne und die Eschweiler in die zweite Reihe. Das ist ja lustig. Meinetwegen. Kein Problem. Obwohl die Eschweiler, ihr sollt auf jeden Fall hier bleiben. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Meine Lieben, das Musikbusiness ist hart und ungerecht. Das wissen wir mittlerweile alle. Und die nächste Band, die will es wirklich wissen. Zum dritten Mal in Folge, Jahr für Jahr, haben sie sich bei Toys to Masters angemeldet und mitgemacht und haben wirklich Wadenbeißer-Qualitäten an den Tag gelegt, um sich zu behaupten. Und diesmal hat es geklappt mit dem Finale. Wir sagen hier in Bonn so schön, auch ein blindes Huhn säuft mal ein Korn. In diesem Sinne, jetzt stehen sie im Finale. Hier sind für euch Punkrock aus Bonn, The Pigeons. Hallo, wir sind The Pigeons und wir sind im Toys to Masters Finale. Wir freuen uns, egal ob wir morgen in der Gosse pennen, wir saufen weiter, denn wir sind die Tauben, denn es ist egal, ob ich schon über der Toilette häng. Wir saufen weiter, Taubengang. Es ist egal, ob wir morgen in der Gosse. Hallo, ich bin der Markus. Ich verprügel das Schlagzeug und ich vergesse immer den Text. Hi, ich bin der Gero. Ich spiele die Leadgitarre und ich singe dabei noch. Hi, ich bin Nico und ich habe kein Abitur. Hi, ich bin der Carsten und ich muss Bass spielen. Hallo, ich bin Jan und man hat mich dazu überredet, Gitarre zu spielen. Wir dachten, wir wollen eine Band gründen. Mit wenig Talent, mit viel Spaß und irgendwann kam Nico dazu und blieb. Das war schön. Irgendwann musste Max weg und Carsten kam und seitdem. Also, ja, wo unser Bandname herkommt. Ja, eigentlich sind wir ja nur wie Tauben. Wir sind auch hässlich überall und wir kacken gerne Leuten auf den Kopf. Das Gefühl, das wir hatten, als wir ins Finale eingezogen sind, das lässt sich ganz einfach nachstellen, wenn ich jetzt sage, dass wir auf drei losjubeln. Eins, zwei, drei. Ich hab den auch nicht. Warum hab ich das? Wie ich mich gefühlt habe, ich hab mich. Also irgendwie ganz komisch, weil also wir wollten ins Viertelfinale und wir waren im Viertelfinale und da haben wir schon gedacht, alles klar, geile Zeit, bis nächstes Jahr hier, Flachpfeifen so. Nicht so der Wortlaut, das war, Entschuldigung. In 5 Jahren sind wir hoffentlich an einem Punkt angelangt, wo berühmte Leute unsere T-Shirts tragen. Also was wir den Leuten draußen noch mitteilen möchten, ist, ihr seid unsere Crew. Wir machen Party zusammen heute. Und es wäre schön, wenn ihr tanzt. Dann wartet ab. Verschwunden!
Ich hab da mal einen Song geschrieben. Normalerweise sage ich immer, es geht um die schönste Sache der Welt, das erste Mal verliebt, nur heute ist das anders. Ich weiß nicht, habt ihr das Video gesehen, wo Markus mich küsst? Dieser Song ist nämlich, ich habe jetzt für Markus. Und ich war sofort verliebt, deine Blicke saßen tief. Wunderschön verspielt, du bist Optimist. Auch wenn es grad kacke ist, bleibst du auf dem Boden. Entspielt sich raus per Hackentrick. Du bist sportlich, du hast ein Abitur. Ohne dich, Wahnsinn pur. Ey, du bist hart und stur, doch eine sanfte Seele wohnt bescheiden. Aber lockst mich mit dem Garten hin. Du siehst super aus und du hast kurzes Haar. Manchmal frag ich mich, wo du all die Jahre warst. Du zählst kein lange rum, shit, du bist bescheiden. Aber halt dich dir den Jay hin. Sagst du nicht nein, du bist gut erzogen. Du trinkst nicht viel, es war gelogen. Ich fühl mich wohl bei dir, zeig kein Mittelfinger. Und du bist gerne stark und ich bin verliebt wie an unserem Herz. Ich war damals 20, für dich so alt und ranzig. Du dachtest, ich bekomm's im Bett, ich kann's nicht. Hatte Großes vor in meinen jungen Jahren. Doch stattdessen traf ich dich, so jung und unerfahren. Und ich war sportlich, ein bisschen gut gebaut. Aber jetzt rauch ich, bin niemals gut gelaunt. Niemals übertraut, so chronisch depressiv. Alt und abserviert, ohne großes Lebensziel. Und ich bin Schrauber, ich schraube viel. Und dabei rauch ich und immer häng mit meinen Jungs. Ey, du chillst mit, außer Montags. Ey, da liegt Stefan, Mama und Wilfred. Und wir hängen ab in deinem kleinen Zimmer mit schwulem Kerzenschein. Aber nimm keinen Johnny und mit dem Finger. Ich weiß auch, wie es war. Deshalb bin ich verliebt wie an unserem ersten Star. Ich hab sie gefickt. Kennt ihr das denn? Nico kann, das kann ich schon lange. Ich kann auch so tolle Liebeslieder schreiben. Deshalb ist das wirklich ein wahnsinnig unglaublich romantisches Liebeslied. Yeah.
trumpets. And I said, guy on the wood, I went to hate that son of a bitch. Dass du einen neuen hast, fick dich, er passt nicht zu dir. Und ich hasse ihn, fuck alles, was er macht. Alles, was er sagt, macht den Typ für mich zum Spaß. Und er kann nichts dafür, dass du für mich die eine bist. Und ich verzweifelt bin und ich in Scheiße bin. Denn der Penner hat ich einfach nicht verdient. Dieser Hass auf ihn macht es mir noch leichter, dich zu lieben. That's all of a bitch. Ihr seid toll, Jan, die warten auf dich. Jan, die warten auf dich. Komm schon. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Jan, komm. Ihr kleinen, geilen Weiber. Oder wer von den Jungs hat gebrüllt? Wer von den Jungs steht auch auf Jan? Sehr schön. Dieses Lied ist jetzt für alle, die ein Feuerzeug dabei haben. Oder ein Handy-Display. Alles, was leuchtet. Woher kommt das und wieso weiß ich's nicht? Dass wir trotz jeder Gesellschaft alleine sind. Wir werden älter, das Gefühl, was mir gerade fehlt, ist zu wissen, du kommst wieder, wenn du jetzt gehst. Häng nicht mehr rum mit meinen Jungs an Parkplätzen. Bin am Fahrtrap, täglich im Schlaf kämpfen, weil jeden Morgen der Wecker ballert und wir meistens noch tief nach 10 und King spielen. Oder einfach nur reden über Probleme, über Moneten oder über verlorene Mädchen oder über dich und durch die Kummer quälen. Oder was passiert, wenn ich betrunken deine Nummer wähle? Freunde ziehen weg und du gehst auf Reisen, egal wo es mich hinzieht. Ich für mich alleine, wenn der beste Freund fehlt. Alles ist nach Plan, läuft, brennt alles ganz langsam runter, wie du einen Streich dort. We'll be right back.
zwei Feuerzeuge, ein Rock'n'Roll-Zeug, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Komm, dann geht noch, ja, zwei Rock'n'Roll-Zeichen, das ist auch gut. Geht da noch ein bisschen mehr? Ganz viele Leuchtstäbchen, ihr seid total schön. Da geht nicht mehr, keine Raucher. Zeigefinger, Zeigefinger. Oh, das sind ganz viele Zeigefinger. Ist das geil. Und Leuchten. Leuchten zählen auch für euch, vielen von unten. Ach, euch. Ich weiß auch, wie das für dich klingt. Tragisch, weil du nicht da bist und ich nicht schlafen will. Ich renn, solange die Beine gehen, renn, solange die Zeichen fehlen. Camp, bis es vorbei ist. Dein Problem ist mein Problem. Ey, du bist weg und die Zeit sagt mir so viel. Doch es passiert nichts und das ist, was mir fehlt. Ich bleib lange wach, schreib drüber die ganze Nacht. Frag mich, was du täglich machst, auch kein in dein Leben. Ich habe eine kleine Bitte. Für den nächsten Song brauche ich ein paar kräftige Männer hier vorne. Ihr würdet das im Laufe des Songs. Ja, eben rum. Ja. Im Laufe des Songs würdet ihr rausfinden, warum. Ein paar kräftige Männer hier vorne. Hendrik, wo ist der Bene? Da Bene, David, genau. Ja, Linus, Daniel, Schaumberg, Pascal, kräftige genau. Lukas, klar. Kommt mal alle. Der nächste Song ist leider auch schon unser letzter, ne? Also. Und das weiß unser letzter Song ist, brauchen wir an diesem Song eure Unterstützung. Ihr sollt alle mitsingen, unser folgendes. Es kommt aus das Herz rast, 5 Stunden auf der Straße, so wie Fernfahrer durch das Land, genannt von uns Vaterstadt, durch Orte und Städte und Kräne hat einen Plan gemacht, der Nase nach. Niemand sagt, wo lang es geht, wir schlafen nass im Auto und die Sonne zeigt den neuen Weg. Zeit aufzustehen, Rastplatz, das Frühstück und weg ist nichts Ausfall. Es ist gut Besuch, kurzer Halt am See. Wir wollen baden gehen, wir tun es nackt. Lassen die Sachen liegen, es ist verboten und wir fühlen uns wieder leicht denken. So schon kann das Leben sein. Und wir fühlen es, wir liegen auf dem Auto. Dann riecht es da ihr ins Ohr. Leben ist, was du draus machst. Szene glüht, wir stehen auf und schreien. Niemand sieht uns runter, nein, wir fühlen uns frei. Und wir essen vom Pfand der Spanne, ist die Straße unsere Welt, das Auto ist unser Pfand. Und wir schlafen aus, wir leben in den Tag hinein. Ich hab sie, sie hat mich, wir nehmen uns auf Tag. Nichts aus, war tanken gehen und es ist tiefste Nacht. Am nächsten Tag ab zu, blauer Ozean, fahren weiter. Die Küste runter, Kilometer auf zum Strand. Noch etwas Sonne tanken, lieben uns so sehr. Im Nachtleben ist unbekannt. Und Unendlichkeit, sie schläft in meinen Armen ein. Nichts halt, ich weiß es nicht, das was uns die Straße. Sie ist noch müde und ich küsse sie wach. Halt kurz an, Licht einer Stadt. Steigen aus, sind im Tag und schreien. Niemand zieht uns runter, nein, wir fühlen uns frei. Da, 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 da
deinen Augen seh. Singt ihr weiter, wenn ich in deine Augen seh. Wenn ich in deine Augen seh. Wenn ich in deine Augen seh. Dankeschön. Ein kleines Liedchen für euch, das uns allen sehr am Herzen liegt. Und da Nico sowieso schon unten rumspringt, würden wir ihn euch für dieses Lied zum Tanzen ausleihen. Aber wir haben eine Bedingung. Ihr müsst auf Nico aufpassen. Nico ist nämlich noch nicht abbezahlt. Den müssen wir heute Abend wieder zurückgeben. Wenn einer hinfällt, dann hebt euch auf. Passt aufeinander auf, seid lieb zu, seid lieb. Kriegen wir das ganz hin? Komm nach Hause, Finger blutig, zu viel Gitarre gespielt, vermute ich. Ich brenne am Arsch. Erstmal duschen, dann was essen, will den Tag sofort vergessen. Wie gesagt, ich bin im Arsch, noch nicht! Chill, lass es laufen, lass es feiern, lass es laufen. Na, dann ab in die Waffe! Na, dann ab in die Waffe! Wow. Am Geburtstag, viele Leute, ist nicht morgen, ist schon heute. Ich bin im Arsch. Weiß nicht, wo ich feiern kann. Dann fällt mir ein und ich denk, Mann, warum hab ich nicht früher dran gedacht? Chillen, lass uns laufen, lass uns feiern, lass uns laufen. Na dann ab in die Wache. Na dann ab in die Wache. Langweilig. Nico, bis da ist Nico. Nico, bist du noch am Leben? Kommst du noch mal nach oben? Ja, wir vermissen dich. So, und jetzt, ganz ehrlich, weil ihr uns dieses Jahr so toll unterstützt habt alle, haben wir einen Deckel in der Wache extra dafür gemacht. Gleich, da, worauf wir alle zusammen trinken können. Mit dem Passwort Taubengang könnt ihr euch da was drauf bestellen. Und da bleibt nur noch eine Frage. Haben wir eigentlich noch Zeit? Nein? Na dann ab in die Wache. Taubengang. The Pigeons aus Bonn. Jawohl. Bei euch alles gut? Hat sich niemand verletzt eben, ne? Ja, ich krieg da immer Panik, wenn ich das sehe. So, meine Lieben, das waren die Pigeons. Und das war ja ganz schön, also das war ganz schön heiß. Noch eine Hand mehr hätte nicht fallen dürfen, sonst wäre es um mich geschehen. Ich weiß nicht, wie es Lana geht. Haben die Jungs sich inzwischen eigentlich wieder angezogen, oder? Die sind angezogen, aber ich will sie trotzdem nicht also vielleicht ein bisschen umarmen. Kuscheln. Ja, ihr hört, das seht ihr uns auch. Kriegt ihr mit, was wir da, hier machen? Guck mal, das sehen wir uns. Hallo. So, ihr... So, nochmal.
In die Kamera und ins Mikrofon. Hallo. Hi. Wie geht's euch? Super. Super? Ja. Schlecht gehen wir doch geil, oder? Das war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war hier hinten ziemlich beeindruckt, was ihr da draußen mit den Leuten gemacht habt. Wie, die Jungs, ich wusste genau, jetzt geht's hier rund hier hinten. Also ganz ehrlich, wie habt ihr es hingekriegt, dass ihr eine Wall of Death hier im Brückenforum veranstaltet? Moment, wir nennen sowas nicht. Ah nee, wie heißt es denn? Ja. Tanzen. Tanzen, das ist eine Tanz. Okay, es ist keine Wall of Death, so viel können wir schon mal sagen. Und wo habt ihr ihn eigentlich jetzt gekauft oder geliehen oder geleast? Also das ist ehrlich gesagt eine komplizierte Geschichte, aber er hat kein Abitur, also so teuer ist er eigentlich gar nicht. Im Moment, die Anwälte sind damit auch nicht durch, eigentlich reden wir darüber nicht. Achso, also es dauert noch ein bisschen, bis das alles so ganz geklärt ist, ob es überhaupt legal war oder nicht. Okay, gut, wir reden nicht mehr über das Thema. Ich habe ganz, ganz viele andere unglaublich tolle Fragen an euch. Und zwar, eure ganzen Fans da draußen, die haben ja alle hier das T-Shirt an und sowas. Das sind nicht unsere Fans, das ist unsere Crew. Eure Crew, Verzeihung, stimmt. Die Taubengang. Taubengang, geht's euch gut? Ich meine euch. Das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Man fühlt sich so ein bisschen sehr so geschmeichelt, wenn man es bis hinten durch die Tür hören kann, oder? Ja, schon also irgendwie. Also so verschwitzt bin ich jetzt auch was, nicht. Eine Sache würde ich jetzt gerne ausprobieren, gerade mal. Wenn ich in deine Augen sehe! Hat funktioniert? Super, ja. Hört man doch. Ja, man hört's. Aber jetzt noch mal zurück zu euren Taubengängern. Wie sieht denn das da aus? Ihr habt ja auch Namen für die und die haben quasi so ein T-Shirt mit Uniform drauf. Was muss der Typ oder Prototyp eines Taubengängers noch haben? Wenn ich in deine Augen sehe. Das. Also er muss die Texte können? Nee, da muss man gar nicht einen Text für können. Ganz ehrlich, man muss nur das Stichwort kennen und dann lossingen. Und das war es dann schon. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch so die Turbo-Jugend und so, die haben alle hier extra ihre Westen an und sowas. Gibt es das bei euch auch? Ja. Also wo dann hinten auch das Logo drauf gestickt ist, kann man das kaufen oder muss man das selber basteln? Selber basteln, ja gut, okay. Das heißt, das ist noch in Arbeit, weil damals haben wir Musik gemacht, dann haben wir Bizeps gemacht und mittlerweile machen wir Merchandise. Ja. Okay, gut. Also das ist dann die Rolle. Ich weiß nicht, wie viel Zeit hast du? Ich habe ganz viel. Ich habe auch noch, also ein bisschen Zeit haben wir noch. Die müssen ja da oben erstmal auf der Bühne umbauen. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch ein ganz kleines Spiel vorbereitet, so wie mit den anderen Bands auch. Und ich glaube, mit euch kann da was richtig Interessantes draus werden. Doch, das wird sehr interessant. Und zwar habe ich hier ein Lied und ich würde das unglaublich gern mit euch ausprobieren. Das erstmal, ihr... Jetzt verrückt, aber ich habe die Gitarre einfach so mitgenommen. Ich wusste davon nichts. Jetzt mal ohne Scheiß. Also es ist nicht abgesprochen gewesen. Das kann ich bezeugen hier als komplett neutrale Person. Es war nicht abgesprochen, aber ich habe eine Aufgabe an euch. Hier auf diesem Zettel haben wir welches Lied? Klingglöckchen. Soll ich singen, er spielt Gitarre? Nein, wir machen das so. Also mein Vorschlag oder meine Frage an euch ist, habt ihr mal Bock, die Rollen zu tauschen? Ich meine, wir haben hier einen Rapper und einen Sänger und ich hätte jetzt voll gerne, dass ihr mal die Rollen tauscht. Und du, mein lieber Gero, du darfst das jetzt rappen, eine Strophe. Und dann du, mein lieber Nico, du darfst das dann singen, eine Strophe. Seid ihr dabei? Okay, das können wir ja gerne mal ausprobieren. Das ist der Nacht. Also... Ich bin nur mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie ich Klingglöckchen, Klingelingeling rappen soll. Das kriegen wir schon hin, oder? Okay, wir können ja einmal üben. Ja, du fängst so an. Ah. Klingglöckchen, Klingelingeling, Klingglöckchen, Kling, wie mein Klinge. Lass mich ein, ihr Kind. Na, er muss aber rappen, du machst ja, das ein bisschen das ist jetzt, also, ich mach das jetzt einfach. Ja. Du versuchst also, das, ich vertrau dir. Das hier so. Kling, Glöckchen, Klingelingling, Kling, Glöckchen, Kling. Ah. Lass mich ein, ihr Kinder, es ist so kalt, der Winter. Öffnet die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Alter, ich kenne den Text überhaupt nicht. Kling, Glöckchen, Klingelingling, Kling, Glöckchen, Kling. Und was sagt ihr, war das gut? Ja, oder? Saugeil. Das war super. Also, dann haben wir jetzt noch eine Strophe hier für aber dich nur zum Singen. Und dann glaube ich. Ich glaube, die Bühne müsste mittlerweile schon richtig werden. Okay, du singst jetzt und. Ich brauche das Mikrofon dazu. Ich hoffe, ihr hört die Gitarre. Ja, die ist voll verstimmt. Du bist verstimmt, mein Freund. Jetzt geht's los. Also. Ah, ich muss ja singen. Ja. Okay. Yeah. Kling. Glöckchen klingelingeling, kling. Glöckchen klingen, lass mich ein, ihr Kinder. Es ist so kalt, der Winter. Öffnet mir die Türen, lass mich bloß nicht erfrieren, denn kling, Glöckchen klingelingeling, ey, kling, Glöckchen kling, kling, Glöckchen kling, Glöckchen klingelingeling, ah, kling, Glöckchen kling. Mädchen hört und Püppchen, ah, macht mir auf, das ist total pervers. Egal. Ich sing jetzt nicht Bübchen, mach mir auf das Stübchen, das mach ich nicht. Das sind meine jüngeren Geschwister draußen. Ja gut, dann lassen wir das, würde ich sagen, an dieser Stelle zensieren die Stelle und sagen erstmal einen Riesenapplaus für diesen Rollentausch.
Haben die Jungs das gut gemacht oder haben die Jungs das gut gemacht? Gar kein Problem. Ich schenk's dir zum Geburtstag nachträglich. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der nächsten Band auf der Bühne. Ich würde sagen, die Pitchen waren geil, oder? Darf ich noch eine Sache sagen? Eine letzte. Und ich auch noch eine. Ihr dürft zusammen gleichzeitig sagen. Nein, er sagt ein, wir wissen noch gar nicht, was wir sagen wollen. Ist mir egal. Also, ich wollte eigentlich nur sagen, wenn ich in deine Augen sehe. Und du? Ich wollte eigentlich nur sagen, Dankeschön. Oh, und damit wünsche ich euch viel Spaß da draußen. Ich werde die Scherben hier mal aufsammeln von dem, was die Jungs hier alles da drüber haben auf dem Weg. Geht's euch gut?